Albanien, ein Land im Südosten Europas, hat seine Hauptstadt in Tirana. Dieses Land befindet sich auf der Balkanhalbinsel und grenzt an Montenegro, den Kosovo, Nordmazedonien und Griechenland. Im Westen grenzt Albanien an die Adria und im Südwesten an das Ionische Meer. Tirana, die Hauptstadt Albaniens, ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Stadt liegt im zentralen Teil Albaniens und ist bekannt für ihre farbenfrohe Architektur, die moderne und osmanische Einflüsse miteinander verbindet. Ein markantes Wahrzeichen von Tirana ist der Skanderbegplatz, benannt nach dem nationalen Helden Georg Kastriota Skanderbeg, der im 15. Jahrhundert gegen das Osmanische Reich kämpfte. Albanien hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Die Region war in der Antike von den Illyrern besiedelt, bevor sie im 3. Jahrhundert vor Christus unter römische Kontrolle geriet. Nach dem Fall des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert nach Christus wurde das Gebiet Teil des Byzantinischen Reiches. Im Mittelalter erlebte Albanien verschiedene Eroberungen und war im 14. Jahrhundert Teil des Serbischen Reiches. Im 15. Jahrhundert geriet es unter osmanische Herrschaft, die bis zum frühen 20. Jahrhundert andauerte. Albanien erklärte 1912 seine Unabhängigkeit von den Osmanen. Während des 20. Jahrhunderts durchlief das Land eine turbulente Zeit, einschließlich einer Monarchie unter König Zog, einer Besetzung durch Italien und Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und einer kommunistischen Diktatur unter Enver Hoxha. Nach dem Ende des Kommunismus Anfang der 1990er Jahre entwickelte sich Albanien zu einer demokratischen Republik. Heute ist Albanien ein Kandidatenland für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und hat in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus gemacht. Die atemberaubende Natur des Landes, einschließlich der albanischen Alpen und der unberührten Küstenlinie, macht es zu einem attraktiven Reiseziel.